Ekelkanal. Heute ekeln wir zusammen ein neues Pulli. Ein bisschen Sweatshirt-artig von Material her. Und wie du siehst, er besteht aus laufenden Meter Quadrate, die zusammen genäht sind. Er hat ein lockeres Form und ist für die Augen ein echter Hingucker. Ich glaube, da wird dich jeder fragen, wo hast du denn diese schöne Pulli her? Und das Beste an dieser Arbeit ist, dass du es ohne weiteres an deine Größe anpassen kannst. Ich erkläre dich, wie das funktioniert. Das ist ganz, ganz einfach. Für die Farbzusammenstellung und die Reihenfolge von den Quadraten habe ich die gleiche Methode angewendet wie an diesem Projekt hier. Wirf ein Auge drauf. Und wenn die Infokarte hier nicht erscheint, dann ist der Link auch im Kommentar. Kannst du rauftippen, du wirst sehen, das ist auch super schön geworden. Ja, ich erkläre dir hier die Methode erneut, ne? Denn das ist eine Schritt-für-Schritt-Eckel-Anleitung. Lass uns zusammen anfangen. Wir fangen erstmal an mit dem Material und dann legen wir mal los für deine Schritt-für-Schritt-Eckel-Anleitung. Bis denn! Ja, und heute verarbeiten wir eine super schöne Wolle. Sie sieht aus wie Baumwolle. Sie fühlt sich auch an wie Baumwolle. Es ist aber kein Baumwolle, das ist Tazare Polyacryl. Und es hat eine Lauflänge von 320 Meter für 100 Gramm. Die Farbgebung ist total schön. Das geht von Türkis, Dunkeltürkis bis zu Dunkelrot mit so einem schönen Farbverlauf. Ja, und davon habe ich für eine Größe S bis M 6 Kugeln gebraucht. Alle möglichen Details über diese schöne Wolle befinden sich unten im Kommentar, wie sie heißt und wo ich sie bekommen habe. Jetzt die Eckelnadel. Empfohlen ist eine Größe zwischen 2 und 3 und ich habe eine Größe ein bisschen größer genommen, 3,5. Fang einfach mit den Quadraten an und so geht das. Wir fangen mit einem magischen Ring an. So. Und eckeln zwei Luftmaschen hoch als Ersatz für ein Stäbchen. Und dann 11 Stäbchen dazu. Alles im Ring. Wir haben dann insgesamt 12 Maschen und wir können den Ring schließen, indem wir auf das andere Ende jetzt ziehen und eine Kettmasche häkeln. Damit es schöner aussieht, häkeln wir die Kettmasche hier. Wir nehmen diese zwei Fäden da. Erste Runde fertig. Dann zwei Luftmaschen hoch als Ersatz für ein Stäbchen. Und dann eckeln wir überall Stäbchen im Stäbchen. Nicht hier, da wo es einfacher ist, sondern Tatsache im Stäbchen drin. Das heißt da. Damit unser Quadrat nachher keinen Drehwuchs bekommt. So. Nächste Stäbchen, hier im Stäbchen. Dann haben wir drei Maschen. Wir brauchen jetzt einen Bogen, um eine Ecke zu bilden. Ein Bogen von 1, 2, 3, 4 Luftmaschen. Und dann wieder mit Stäbchen. Nächste Stäbchen, im Stäbchen. Da ein Stäbchen im Stäbchen ein Stäbchen im Stäbchen
Wir rahmen jetzt 1, 2, 3 Stäbchen. Wir kommen wieder an einen Bogen. Also 4 Luftmaschen. 1, 2, 3 und 4. Und dann wieder Stäbchen. Ein Stäbchen im Stäbchen. Ein Stäbchen im Stäbchen. Ein Stäbchen im Stäbchen. Wir haben 3 Stücke, also bilden wir wieder eine Ecke mit 4 Luftmaschen. 1, 2, 3 und 4. Dann wieder Stäbchen. Ein Stäbchen im Stäbchen. Ein Stäbchen im Stäbchen. Ein Stäbchen im Stäbchen. Wir haben 3 Stäbchen, also wieder eine Ecke von 1, 2, 3, 4 Luftmaschen. Und wir schließen den Kreis, nicht da, sondern hier, mit einer Kettmasche. Und zweite Runde ist fertig. Dritte Runde, 2 Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen. Und dann wieder Stäbchen im Stäbchen. Stäbchen im Stäbchen. An der Bogen gelandet haben wir 2 Stäbchen im großen Loch. Ein und 2. Dann ein Bogen wieder von 4 Luftmaschen. 2, 3, 4. Und wieder 2 Stäbchen im großen Loch. Eine und 2 und dann wieder Stäbchen im Stäbchen, Stäbchen im Stäbchen. Schön. Wieder an den Bogen gelandet. 2 Stäbchen. Vier Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Und 2 Stäbchen im gleichen Loch. So. Ja, und dann weiterhin so Ecke. Hier Stäbchen in Stäbchen dreimal. Hier eine Ecke bilden, wie da. Stäbchen in Stäbchen, wieder eine Ecke bilden. Und da sehen wir uns wieder. Da sehen wir ja, wir schließen den Kreis mit einer Kettmasche. Und im Prinzip nachher erkennen wir genau das Gleiche. Stäbchen in Stäbchen, Ecken bilden. Das heißt erstmal 2 Luftmaschen hoch als Ersatz für ein Stäbchen und Stäbchen im Stäbchen. Die Ecke, 2 Stäbchen,
vier Luftmaschen. Und zwei Stäbchen. Und so weiter und so fort. Bis dass wir am Anfang zurück sind. Soweit, so gut. Noch eine Runde genau gleich Ecken. Und so sieht's aus. Und jetzt haben wir nur noch eine Runde und es wird ganz interessant und spannend, denn wir müssen die Breite der Quadrat an deine Größe anpassen. Dafür misst du deinen Brustumfang und dann addierst du 20 cm dazu. Das Ganze machst du durch 2 und dann hast du die Breite von deinem Pulli. Und für diese Breite, egal welche Größe du hast, brauchen wir 5 Quadrate. Sozusagen ist ein Quadrat ein Fünftel von dieser Breite. Zum Beispiel, wenn deine Breite 55 cm ist, was du gefunden hast, dann ist ein Quadrat 11 cm groß. Hier als kleine Idee über die Größen. Also die Größe 36, 38 hat eine Pullibreite von 54 cm, also ein Quadrat ist circa 11 cm. Für die Größe drüber, 42, 44 cm, Breite von der Pulli 60 cm, Quadrat 12 cm groß. Und für die andere Größe hier, dann 66 cm, Quadrat 13 cm. Ich habe persönlich 55 cm. Ich werde 11 cm fürs Quadrat nehmen. Mal gucken, wie das funktioniert, damit wir hier dem Quadrat anpassen können. Und zwar, wir werden für die letzte Runde entweder feste Maschen oder halbe Stäbchen oder Stäbchen nehmen. Und wenn es noch nicht reicht, dann machen wir eine Runde dazu und dann feste Maschen oder halbe Stäbchen oder Stäbchen. Gucken wir mal. Wir fangen an mit der kleinsten Variante. Das heißt 1, 2, 3, 4 Löcher und letzte Runde mit feste Maschen. Wir fangen also an mit einer Luftmasche und dann eine feste Masche pro Stäbchen. Bis zur Ecke. Und an die Ecke gelandet, ecken wir da drin 5 feste Maschen. 1, 2, 3, 4 und 5. Und dann weiter überall feste Maschen und 5 in dem Bogen, bis dass wir hier zurück sind. So, und die erste Variante mit feste Maschen ist bei mir ungefähr 9 cm breit. Wie breit ist es denn bei dir? Und jetzt die zweite Variante mit halbe Stäbchen. Wir fangen an mit 2 Luftmaschen. 1, 2 und dann ein halbes Stäbchen pro Stäbchen. Wir gehen bis zur Ecke und im Bogen ecken wir diesmal 2 halbe Stäbchen zwei Stäbchen und 2 halbe Stäbchen. Und dann ecken wir weiterhin mit halbe Stäbchen, ein halbe Stäbchen pro Stäbchen.
Okay, zweite Variante mit halben Stäbchen fertig. Ich hätte hier circa 10 cm, was immer noch zu klein ist für mich, aber es würde für ein XS wahrscheinlich passen. Und wie breit ist es bei dir? Jetzt machen wir die dritte Variante, die Variante mit Stäbchen. Wir fangen also an mit 2 Luftmaschen hoch und dann ein Stäbchen pro Stäbchen. Wie vorher, in die vorige Reihen. Und im Lor werden diesmal 3 Stäbchen. 1, 2, 3, 2 doppelte Stäbchen eins und 2 und 3 Stäbchen geäckelt. 1, 2, 3. Und dann weiterhin ein Stäbchen pro Stäbchen. So, fertig. Da bekomme ich 11 cm. Das wäre also meine Variante. Vielleicht brauchst du ein bisschen größer. Dafür haben wir hier die vierte Variante und du verstehst schon, wie das funktioniert. Statt 4 Runde mit Löcher hier zu haben, haben wir 5 Runde mit Löcher und dann die erste Variante davon mit feste Maschen. Und mit dieser Variante habe ich dann eine Breite von 11,5 cm. Für die nächste Variante statt feste Maschen dann halbe Stäbchen und noch ein Nummer größer statt halbe Stäbchen, Stäbchen. Dann weißt du jetzt, was für einen Quadrat du brauchst und dann kannst du laufende Meter davon eckeln. Immer wieder die gleiche Größe, das gleiche Muster. Bis dass wir 82 Quadrate gehäkelt haben. Danach können wir die Quadrate so hinlegen, dass sie per Farbe geordnet sind. Und wenn es soweit ist, dann können wir jede Haufe durch 2 teilen. Das Ziel ist, dass wir das Rückenteil und das Vorderteil von Pulli gleichfarbig haben. Und so bekommen wir 2 Haufen, die quasi gleichfarbig sind. Danach können wir einen von den beiden Haufen nehmen und die Quadrate so hinlegen, wie wir es für den Pulli haben möchten. Wenn eine Stelle dir nicht gefällt, dann kannst du ein paar Quadrate tauschen, sodass es zu dir passt. Und nun, jetzt ist alles bereit, um die Quadrate zusammen zu nähen. Damit alles einfacher geht, mache ich kleinen Haufen, so. Und so brauche ich nachher nicht suchen, wo welches Quadrat hingehört. Das geht viel besser. Hier ist unsere erste Haufe. Wir nehmen das erste Quadrat und das zweite Quadrat. Und hier wird zusammengenäht. Wir stechen hier an der Spitze von Quadrat, das heißt zwischen die 2 doppelte Stäbchen von unten. Auf die andere Seite das gleiche. So, eine Seite vom Pulli ist fertig genäht. Zusammengefasst haben wir für Ärmel
4 Quadrat, für den Körper 5 Quadrat breit, Ärmel 4 Quadrat. Und insgesamt 5 Quadrat hoch für den Körper und 2 Quadrat für den Ärmel. Ich habe so hier hingelegt, dass es hier die Rückseite ist oder die Innenseite von Pulli. Auf die andere Seite ist die sichtbare Seite. Und jetzt können wir mit dem zweiten Haufen anfangen und wir werden die Quadrate so drauf tun, auf der richtigen Seite, sichtbare Seite, dass es zusammenpasst. Und dann wieder die Quadrate zusammensammeln, so dass wir später ganz einfach nähen können, ohne zu überlegen, wo welche Quadrat gehört. Ja, die zwei Teile sind jetzt fertig vorbereitet. Wir können die zusammen nähen. Und zwar hier entlang der Ärmel. So, und dann kommen wir am Halsausschnitt. Und für den Halsausschnitt habe ich 3 Quadrate freigelassen. Du kannst ein bisschen weniger freilassen. Und dann hier entlang dem Pulli von unten und der ganze Arm lang. Ja. Wie du merkst, ist hier ein bisschen unregelmäßig. Du kannst, wenn du möchtest, eine Reihe von festen Maschen machen. Ich lasse es aber so. Ich finde, das ist lockerer. So sieht besser aus. Genau. Ja, und als letzter Schliff wird das Ganze gedämpft mit Bügeleisen. Nur Dampf rauf, ohne zu drücken. Und dann sieht alles so schön aus. Und so ist jetzt dein Pulli fertig. Ein Pulli, der keiner hat. Das ist richtig originell. Ein Augenweide. Ja, wenn meine Arbeit dir gefällt, dann gib mir ein Like, abonniere und dann bekommst du regelmäßig von mir neue Häkelanleitung. Und wir sehen uns öfter. Ich freue mich. Tschüssi!